schließlich ins Innere des Landes zu gelangen, benutzten wir von Addis Abeba aus Lastauto. Mensch und Tier stoben beim Herannahen unseres Wagens in panischem Schrecken auseinander. Erscheinungen wie wir waren in Abessinien sehr ungewöhnlich. Die Bewohner der Dörfer liefen kilometerweit hinter uns her. Kaum, dass wir stehen blieben, umringten sie unseren Wagen und bestaunten uns. Als wir uns einem Markte näherten, der mit seinem bunten Menschengewimmel eine Fülle filmischer Möglichkeiten versprach, erlebten wir eine bittere Enttäuschung. Die nach Hunderten zählende Menge stürzte uns voll Neugierde entgegen, umringte uns von allen Seiten und war durch kein Mittel zu bewegen, den Marktbetrieb wieder aufzunehmen. Jetzt beginnt der anstrengendere Teil der Reise, da es keine Bahnen und Autostraßen mehr gibt. Man reist mit Reit- und Packtieren und Zeltausrüstung so einfach und ursprünglich, wie schon die Erzväter gereist sind. Unser Dolmetscher führt in amharischer Landessprache mühselige Verhandlungen über den Ankauf von Eseln. Jetzt ist der Eselkauf bis zur Unterzeichnung des Vertrages gediehen. Ein letzter Versuch, noch unter der Hand aufzuschlagen, bleibt erfolglos. Die äthiopische Schrift ist uralt, recht kompliziert und daher schwierig zu erlernen. So ist das Schreiben eine hohe und seltene Kunst. Und der Eingeborene leistet für gewöhnlich seine Unterschrift in Gestalt eines Daumenabdrucks. Kredit wird nicht gewährt. Es werden nur Inkasso-Geschäfte abgeschlossen und der Betrag sofort in Maria-Theresien-Talern ausbezahlt. Es ist dies die noch heute kursierende Landesmünze. Sie trägt das Prägejahr 1708. Das Innere von Abessinien besteht aus flachen Tafelbergen, die durch tief eingerissene Täler voneinander getrennt sind. Die Talgründe sind wild und unwegsam, von Fiebermücken, von todbringenden Tsetse-Fliegen und von höllischer Tropenhitze erfüllt. Allmählich erscheinen zwischen den fantastischen Kandelaber-Euphorbien der Hochsteppe die ersten Wohnstätten der Eingeborenen.
Es sind dies mohammedanische Gala-Stämme, die hier wohnen. Wird mit einfachen Holzstangen gürtet. Es ist Männerarbeit. Den Frauen bleibt die Aufgabe, ihn mit den Hacken weiter zu bearbeiten und für die Saat zurechtzumachen. Das Ausdreschen des Getreides, in der Hauptsache Gerste, wird dadurch bewerkstelligt, dass Ochsen tagelang im Kreise darauf herumgetrieben werden. Der Islam erlaubt seinen Anhängern, mehrere Frauen zu haben, eine nutzbringende Einrichtung für den Mann. Dieser hier lebt hauptsächlich von der Arbeit seiner zwei Frauen. Neben der Feld- und Hausarbeit gehört es auch zu ihren Pflichten, die angebaute Baumwolle zu verwerten, sie zu zupfen, zu spinnen und schließlich zu Kleidungsstücken zu verweben. Eine besondere Pflege lassen die Frauen ihrem üppigen Haar angedeihen. Immer wieder wird es mit frischer Butter eingesalbt. Es soll den Haarwuchs fördern. Leider befördert es aber auch, wenn die Butter dann ranzig geworden ist, den Geruch. Und der ist so, dass man gleich ohnmächtig werden könnte. Die Frisur ist ein kunstvolles Gebilde. Sie besteht aus zahllosen Zöpfchen, so dünn wie Rattenschwänze, die eng um den Kopf gelegt werden. Unter diesen Galafrauen trafen wir einmal eine wirkliche Schönheit an, das heißt, wir vermuteten, dass sich unter ihrer Schmutzschicht eine verbergen müsste. So gingen wir daran, unter Opferung von sehr viel Seife, die Schönheit herauszuwaschen. Eine Prozedur, der sich diese Eingeborene in ihrem ganzen Leben sicherlich noch nicht ein einziges Mal unterzogen hatte. Sie werden zugeben, dass sich die Mühe lohnte. In einem der Dörfer begegneten wir einem Trupp von wandernden Priestern. Eine eigenartige, abergläubische Sitte ist die willkürliche Erzeugung von Brandnarben, von der sich die Eingeborenen eine Kräftigung der Muskulatur versprechen. Hier kommt einer der uralten Feuerbohrer zur Verwendung. Ein Holzstab wird darin bis zur Gluthitze gerieben und damit die Brandmale erzeugt. Bei Tieren wird ein glühendes Eisen verwendet. Durch das Brennen sollen Krankheiten und Gebrechen geheilt werden. Auf die Wunden gestreute Asche dient als Desinfektion und Heilmittel. Die Schnittnarben im Gesicht dieses Knaben sind Stammesabzeichen. Sie werden den Kindern schon im frühen Alter beigebracht. An den Narben, die mit einem sorgfältig abgezogenen Rasiermesser hervorgebracht werden, erkennt man die Zugehörigkeit zu Stamm und Sippe bei Heirat und Erbschaft. Fortsetzen sich nach Beendigung der Operation zahllose Fliegen auf die Wunden dieser gequälten